Hey Leute, bisschen windig heute, aber ich komme trotzdem zur Verlosung. Und das habe ich mir ausgedacht. An so einem windigen Tag komme ich jetzt also zu der Verlosung. Ich habe 9 Einträge und da ich 36 Messerspeichen hier vorne habe, würde ich dann quasi das als Glücksrad nehmen. Immer jede vierte Speiche hat einen Namen dran und den werde ich dann so drehen und dann können wir gleich zur Verlosung kommen. Die Preise habe ich nochmal hier ausgebreitet. Das könnt ihr euch ja bei dem anderen Preisvideo anschauen. Dazu gelegt habe ich jetzt nochmal, weil ich so klasse fand, dass ihr so tolle Einträge gemacht habt, so Edelstahlbecher. Ich habe leider nur die 2 in der größeren Größe bekommen. Dafür hat der Kleine den Vorteil, ich zeig's mal gerade hier, der passt nämlich wunderbar an die kleine Nalgene, 0,4 Flasche drauf. Und ja, also ich würde sagen, ihr schreibt mir dann eine PM, die gewonnen haben. Und da wären wir uns schon irgendwie einig, wer den Großen, wer den Kleinen kriegt. Und so weiter. Details habt ihr ja auch in dem Herausforderungsvideo. Also, dann würde ich sagen, schreite ich jetzt zur Verlosung. Gell? Ich drücke euch allen die Daumen quasi. Ich finde es selber extrem spannend, was ihr aus ein paar Sekunden und Minuten Filmmaterial von mir gemacht habt. So Visitenkarten für meinen Kanal. Aber jetzt geht's los. Ich mache das alles ungeschnitten. Also, hier oben, immer was im Uhrzeigersinn ist, ist dann das Feld für denjenigen. Also, hier, ich guck nochmal, sag nochmal ganz kurz, wir fangen hier beim Ventil meinetwegen an. Zweimal in die Runde gehen. Buntbär, Fandai, Nordseemensch, Wandern und Outdoor, Tatanka, Firewood Camp, Craft meine ich, Bunga Bunga Oha, MS Bricktop, ein UFO, Ofu Ni, und da sind wir wieder beim Buntbär, wo das Ventil angefangen hat. Also, jetzt drehe ich mal kräftig und nehme einen Abstand, und in welchem Feld diese Sache hier ist, also meinetwegen wie die Gabel jetzt sitzt, wäre es für Buntbär. Also, probieren wir es mal aus. Jetzt gehen wir mal weg und gucken uns an, wer hier einen Preis gewonnen hat. Und es ist Tatanka. Herzlichen Glückwunsch, Tatanka. Du hast den ersten Preis. Jetzt kommen wir zum zweiten. Wenn er natürlich Tatanka nochmal dran käme, dann drehe ich nochmal weiter. Das ist ja klar, der hat ja schon einen Preis. Und zum zweiten. Und wir haben da... Es dreht sich immer noch und immer noch. Nochmal Tatanka, also das müssen wir nochmal wiederholen. Wiederholen. So, was haben wir jetzt? Ah, Wandern und Outdoor. Das ist der zweite Preis. Herzlichen Glückwunsch, Bernd. Kommt zum dritten Preis. Schauen wir wieder nach, wenn das hier zur Ruhe kommt. Zwischen den beiden, also müssen wir nochmal wiederholen. Wie gesagt, ich habe das nicht vorher geübt oder irgendwas. Habe ich einfach so durchgemischt und dran geheftet, die Teile. Ja, das müsst ihr mir schon glauben. Ich will hier niemanden bevorzugen. Ich finde alle eure Videos genial und es soll einfach Spaß machen in der ganzen Sache hier. Und als drittes haben wir, ja, das ist doch das Feld
vom Nordseemensch. Gut, herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ja, hier wäre das Feld von Wandai und die Speiche ist noch im Feld von Nordseemensch. Gut, dann mache ich das mal ungeschnitten, wie das ist, so. Ich bedanke mich nochmal für alle, schreibt mich an. Tatanka sucht ihr als erstes was aus von den drei Preisen hier, die ich hier habe. Ne? Also such dir aus, was du willst und ob du ein Armband willst, ob du die PET-Dinger willst, sag mir Bescheid von den drei Preispaketen. Dann der zweite und dann der dritte. Guck dann halt, was überbleibt. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich nochmal bei so viel Support für meinen kleinen Kanal, meinen Nischenkanal hier, und dass ihr mich immer öfter auch begleitet und konstruktive Kritik gibt. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt wieder von euch, wünsche euch alles Gute und sag tschüss, ciao, man sieht sich wieder.